is burning down. No cloud in the sky, no birds flying by. From soul to bone, to a handful of sand. In dieser kleinen Blechhütte gehen jeden Tag 36 Kinder ein und aus. Für 25 ist es ihr einziges Zuhause. Da essen sie, lernen sie, spielen sie, tanzen sie und schlafen sie. Für uns haben sie extra ihre Sonntagskleider angezogen und eine Tanzaufführung gemacht. Seit neuestem haben sie ein Toi-Toi-WC. Aber das wäre auch schon der grösste Luxus. Sie und viele andere Kinder haben entweder gar keine Eltern oder ein Zuhause, wo gewalttätig ist, wo Alkohol und Drogen ein Problem sind. Township Help hat darum ein Haus gekauft, professionelle Betreuung organisiert und hofft, so möglichst vielen von diesen Kindern können ein geborgenes Zuhause bieten. Ich bin Jörg Galuri. Ich bin 2018 auf Südafrika ausgewandert und lebe seitdem mehr oder weniger in Südafrika. Und dann kam ja die Pandemie irgendwann im 2020. Und dann haben die Leute halt wahnsinnig gelitten. Und da ist mir zu Ohren gekommen, beziehungsweise auch zu Augen, sie haben nicht mehr zu essen gehabt. Habe ich angefangen, Geld zu sammeln bei Freunden, Bekannten, Verwandten. Und haben während dieser Zeit, während dieser Pandemie, wo da ziemlich harte Lockdowns hatten in Südafrika, haben wir zu essen verteilt. Wir sind einkaufen, immer grosse Einkäufe gemacht. Wir haben über die Zeit etwa 5000 Menschen im Township in Luandle und haben die Leute durchgeführt dort über die schlimme Zeit. Dann bin ich unter anderem einmal mit einem deutschen Tourguide, der auch schon sehr lange da wohnt, auf einer Township-Tour im Township Langa. Township Langa ist das älteste Township von Kapstadt. Ich habe viele Kinder gesehen, die unter unglaublichen Umständen aufwachsen müssen. Man kann nicht sagen in Häusern, sondern in Löchern, wo es mit Ratten und mit Kakerlaken zusammenleben. Kein fließendes Wasser haben, nichts. Und dann habe ich eigentlich auf der Stelle beschlossen, ich würde gerne ein Kinderheim bauen, wo die Kinder in einer sicheren und ja, einfach normalen Umgebung aufwachsen können. Ja, und dann habe ich weiter gesammelt, in der Schweiz und aber zwischenzeitlich dann auch in Deutschland, Österreich, sogar in den USA, Leute gefunden, die uns unterstützen. Unter anderem auch die Weltbank unterstützt uns. Und auch natürlich südafrikanische Familien haben uns schon unterstützt. Und dann haben wir im Dezember 2023 ein Haus gekauft, auch im Township in Langa, aber in einer sicheren, schönen Umgebung. My name is Joanna Skreder and I represent our church, the Sonstrol Church out in Durbanville. For the last about 4 years, I've been helping out buying food on a regular basis, nappies for the babies or the smaller kids, and then also helping the kids that go to school to get uniforms and school stationery every year when the year starts. So Jurg has put together the sponsorship program where each of the children on our program has a specific family that sponsors them. They pay over the money and we then find out what the needs are and buy what is needed. I want to believe that we can give these kids a better opportunity in life, a better future. And so if we can even change the future for one of these kids, it will be wonderful, because at the moment many of them don't have hope. And I'm hoping that through all of this they can learn that other people love them and care for them, even though they may not necessarily be able to be on a daily basis, and that will hopefully give them hope to better their own lives in future.
Townshiphelp hat können einen ersten grossen Schritt vorwärts machen. Ein neues Haus für die Kinder. Eins mit fließendem Wasser, Licht und mehr Platz zum Leben. Das schauen wir uns jetzt an. Shall we close the gate? Wir sind hier im Beverly Hills von Langa und haben ja da das neue Zuhause für die Kids. Und wir sind hier gerade am Besprechen mit allen Beteiligten, wo tun wir die Betten ran, wo wird die Zähne putzt. Das ist alles recht, ja, das sind grosse Fragen und gar nicht mal so einfach. Ja, jetzt versuchen wir das herauszufinden. From a man with sight, a blind beggar at night. Withdrawn in a shell. Hello, my name is Luke Carter. I'm in grade 11 at Bishop's Diocesan College in Cape Town. I discovered Vukanomtoboyi Children's Home in the September of 2022 when I came on a township tour with a few of my friends as we began a project. And I just was like in shock at how the kids are living in this space. And I knew that I had to do something in the place of privilege I come from in South Africa. In grade 9 at Bishop's, we have a program called Big Ideas, which you have to apply for and then you get selected. And it's based off of the Sustainable Development Goals. And this is put out by the United Nations for a more sustainable world. My aim was to do something with poverty, and I knew that 10 minutes away from Bishop's we would be transported into a completely different world. So I said, listen, we've got to go on a township tour. So we did what we could with the time we had and the space we were in. So we just started getting some donations, getting food out there, and just helping the children in ways we could. And then I eventually found Jorg, who was working with Township Help, and we became good friends and started working together with him to help these children. In November of that year, we raised around 400,000 rand. Four of us, boys from Bishop's, we hosted an auction. Jean de Villiers, the ex-Springbok captain, helped us do this with Citadel. And that was just one of the biggest steps of our project so far. Once the project with the school ended, I still continued to work on this, and so did the other boys in various ways. Deep in this hell, no tears left to shed. Die sagen dieser Gegend hier in Langa Beverly Hills, weil es eben schön ist und richtig gebaute Häuser hat. Anfangs 2024 haben wir das Haus umgebaut. Und dann habe ich auch Leute getroffen, lokale, zwei ganz tolle Frauen, die während der Pandemie 8 Subkitchen gemacht haben. Das heisst, sie haben Kinder jeden Tag warmes Essen gekocht. Subkitchen gibt es heute noch. Es werden jeden Tag etwa 200 Kinder gefeedet. Und die zwei Frauen haben wir reingeholt oder beziehungsweise mit denen abgemacht, dass sie eigentlich das Haus in Zukunft wollen führen und leiten. Es sind im Moment 5 Frauen da, die die Kinder betreuen, helfen, kochen, putzen, waschen. This is my favorite now. Yeah. Sure. Yes, this is my, and the kids love it. Yes, I'm gonna show you. It's a mealy pap with sour milk. Umpoko. Mealy pap. With sour milk called umbogo. Very nice. My name is Vuyiswa Nzakana, a proudly South African woman, social entrepreneur and a community activist, because when we had a lockdown due to COVID-19, we realized that the community was suffering. People lost their jobs, families didn't have food to eat, and we said, what can we do, you know? We partnered with other people from affluent suburbs to see if they cannot actually provide some food parcels for certain houses who were in serious dire straits, and they did agree. We had good Samaritans who would actually bring some food parcels, but we realized that the food parcels were not enough. Instead, let's try to open community kitchens. So we targeted mainly informal communities, because that's where mainly people are not working, and that's where you actually see the ugly face of poverty. We looked at the corners, we opened about 8 community kitchens, and we actually seek to find volunteers, the mamas, we call them our mamas, who would actually cook.
for the community. And towards the end of the lockdown, we thought that the communications were going to close down, but it just didn't stop. The demand went even more. We had to categorize as people come in into our community kitchens. We would actually take a register. We identified that there were small kids who would actually come to our kitchens during the week while other kids are at school. And we realized that some kids are not going to school. And then we would actually visit a house and realize that there is apparently there are no means of taking the child to school. Also die Kinder, die wir betreuen oder die wir aufnehmen, sind teilweise weise Kinder, das heisst, sie haben keine Mami und Papi mehr. Aber die meisten, das Gros von denen, haben irgendwo eine Mami, aber die haben Probleme, die haben Suchtprobleme, vor allem der Alkohol spielt eine grosse Rolle. Sie kommen ja vom Staat pro Kind eine Grant über, also Renten über. Pro Monat sind da 500 Rand im Moment. Und die meisten behalten dann halt das Geld für sich, obwohl das eigentlich kriminell und illegal ist, um ihre Sucht oder ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt einfach in den Townships Hunderte, ja wahrscheinlich in ganz Südafrika, Tausende von Kindern, die so eben nicht betreut sind. Und wir machen da vielleicht einen Tropfen auf einen heißen Stein, aber es ist immerhin ein Tropfen. Those are the areas that we actually said, okay, let's prioritize them. Let's try to find if government cannot help us. And then we have some temporary homes to keep those children and we look for donors and stuff like that. That's where we came across the township help and everything from there, it was history. We landed up in this beautiful project whereby we believe that a child has got a right. Each and every child has got a right to be loved, to be protected, to be fed, and also to go to school. Thank you. No tears left to shed. Gestriert haben, im Moment haben wir im Haus 6 Kinder. Heute ist mir gerade bekannt geworden, dass wahrscheinlich gerade die Woche noch 3 dazukommen, sind es dann schon 9 Kinder. Vor allem am Wochenende und so wissen wir, dass immer Kinder, die daheim halt Gewalt oder Alkoholexzess und so ausgesetzt sind, die kommen da gerne übers Wochenende und schlafen dann da. Und das ist unser grösstes Projekt, das wir haben, ist das Kinderhaus in Langa. Aber wir haben auch ein richtiges Waisenhaus, das wir unterstützen, im Township Luandle. Dort haben wir dieses Jahr eine neue Küche eingebaut. Wir haben das ganze Haus renoviert. Und da werden wir auch weiterhin unterstützen. Wir haben für alle Kinder Pateneltern gesucht und gefunden. Und so wird uns die Arbeit sicher nicht ausgehen. Dort, wo Not am Mann ist, versuchen wir zu helfen. Ich habe meiner Frau immer gesagt, das Ziel ist, wenn wir 2, 3, vielleicht 5 Kinder aus dieser Armut und aus dem Elend rausbringen, dann haben wir schon gewonnen. Of metal and sight, they are drowning in blood while the bombs are still falling down. Heaven is hell. Well, death is so close in the sky, in the sand, in the soldiers who die just like insects. My friend in the trench, he's breathing no more, just like many a son who's gone fighting for peace. But nothing did they know that their lives would be. For leaders of war states, for leaders of greed. These leaders don't lead for the good of mankind. They just lead for the profit to please the rich voters who put all the money in warfare and killing. And don't see that people are struggling in trenches to make his men richer and get them more power. So for a democracy for all the world, they are swimming and drowning and drowning. Das sieht so herzig, Mann. Wie es pausen. So herzig.